Guten Abend. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zur Konzertreihe des Ensemble Names, des New Art and Music Ensemble Salzburg. Und die Konzertreihe hat den Titel Our Ghosts in the Shell. Es ist eine dreiteilige Konzertreihe, die wir geplant haben, gemeinsam mit dem Musiker und Medienkünstler aus Wien, Patrick Lechner. Wir freuen uns, dass wir diesen Termin, diesen ersten, heute wahrnehmen durften. Vielen Dank an die Stadtgalerie in Lehn, woher dieser Stream heute zu Ihnen kommt. Es wird noch zwei weitere Termine geben, die finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Heute werden wir uns ein wenig mit sogenannter künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir probieren ein wenig zu klären, was ist das überhaupt und wie lassen sich diese KI-Systeme vielleicht im Kontext der musikalischen Komposition verwenden. Alle drei Konzerte werden sich bestimmten Perspektiven stellen und das erste Konzert heute besteht in einer dreiteiligen Form. Wir werden zwei Repertoirestücke akustischer, komponierter Musik hören. Wir werden ein Stück hören von Boulez und eins von Terry Riley. Ich werde später noch ein wenig darüber sprechen, kurz. Und dann werden wir ein drittes Stück hören, und zwar eine Uraufführung eines Audiotracks, ein Tonbandstück von Patrick Lechner. Ich freue mich sehr, dass Patrick bei uns ist heute und will ihn kurz vorstellen. Patrick Lechner studierte Philosophie an der Universität in Wien, Medientechnik an der FH St. Pölten und er arbeitet mittlerweile seit 15 Jahren in den Bereichen audiovisueller Medien und DSP-Programmierung. Er unterrichtet als Lektor an der Fachhochschule in Salzburg und St. Pölten und ist auch Lecturer an der Angewandten in Wien. Er hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, das ich jedem sehr empfehlen will, mit dem Titel Multimedia Programming using Max MSP and Touch Design. Seine Arbeiten sind größtenteils, also seine künstlerischen Arbeiten, experimentelle generative Audio-Video-Stücke und Performances und erstellt durch eigens programmierte Software-Tools. Er blickt auf eine reiche Aufführungstätigkeit zurück im In- und Ausland, in Österreich, Belgien, Italien und so weiter, unter anderem am ZKM, dem Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe in Deutschland, in Mexiko. Er war auch beteiligt bei der Expo 2010 in Shanghai. Und erhielt 2019 eine ehrenvolle Erwähnung beim Prix Ars Electronica in Linz. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich habe einen Satz von dir gelesen, der mir sehr, sehr gefallen hat. Und zwar beschreibst du ein wenig deine künstlerische Praxis und da hieß es, es ginge dir um, ich zitiere, das Einfangen von Realität durch algorithmische Modellierung, das Kaputtmachen des Ergatterten, Technik als Kunst und Abwege im Allgemeinen, sowie über das Programmieren als Werkzeug für die Arbeit im ästhetischen Bereich. Wie bist du denn, also erstmal überhaupt zur Kunst oder zur Musik, zur elektronischen Musik vielleicht, zur Visualisierung, Visuals und maschinelles Lernen im Kunstkontext gekommen? Ich habe von meinem Vater ein bisschen Klavierunterricht bekommen quasi und bin recht früh zur Musik gekommen und habe dann als Jugendlicher elektronische Musik entdeckt und habe mir gedacht,
dass das sozusagen mir maximale Freiheit im Ausdruck irgendwie ermöglicht, weil man ja bei der elektronischen Musik mehr oder weniger alles machen kann. Ich habe vorher ein bisschen in Punkbands gespielt und so weiter, aber die elektronische Musik war für mich sozusagen ein Befreiungsschlag irgendwie. Und recht bald war mir das dann einfach ein bisschen zu nervig, mir irgendwelche Plugins runterzuladen, um neue Ästhetik zu entdecken sozusagen. Und habe dann recht bald dann Frameworks entdeckt, wo man das halt selber bauen musste alles und wo es dann Sinn gemacht hat für mich, mich sozusagen mit der Theorie dahinter zu beschäftigen, wie jetzt Signale funktionieren und so weiter. Und das interessiert mich halt wahnsinnig. Vielleicht, ich habe mich nie viel mit Theorie sozusagen im klassischen musikalischen Bereich auseinandergesetzt, also Harmonielehre oder solche Sachen, und mich einfach voll auf diese technische Sache gestürzt, die aber, wenn es einem um Klangfarben geht oder so, eigentlich ein sehr mächtiges Theoriewerkzeug ist, was mich einfach sehr, sehr angelacht hat. Ja. Ja, also die Reihe oder der Titel dieser Reihe, und damit will ich ein wenig zum Thema kommen, sogenannter künstlicher Intelligenz, also dem Titel, den wir dafür gewählt haben, Our Ghosts in the Shell, das ist natürlich eine Paraphrase eines Mangas, entstanden im Jahr 1989, mit dem Titel Ghost in the Shell. Ich denke, viele von Ihnen kennen auch jetzt die Verfilmungen natürlich. Und zwar wurde dieser Film, nicht der Film, aber der Manga, gezeichnet vom Künstlerzeichner Masamune Shirov. Es geht in diesem Buch oder diesem Manga geht es darum, dass quasi künstliche Intelligenz oder überhaupt die Optimierung des Menschen schon so weit vorangeschritten ist, dass diese Protagonistinnen dort über sogenannte Cyberbrains verfügen. Das heißt, im Maschinenkörper oder zum Teil auch noch im zum Teil biologischen menschlichen Körper steckt ein künstlicher Geist, eine künstliche Intelligenz. Jetzt ist es natürlich Science Fiction alles, aber selbst heute leben wir ja schon in Zeiten, wo diese Systeme sich immer wieder großer Beliebtheit erfreuen und überall praktisch zu finden sind. Ich habe mich in der Vorbereitung nicht überrascht, ich fand das sehr lustig. Ich wollte wissen, wie man diesen japanischen Namen des Autors ausspricht. Und da gibt es natürlich sogenannte Text-to-Speech Applikationen online, die auch AI-basiert praktisch sind, und auf diese Weise wusste ich natürlich, wie man diesen Namen ausspricht. Also dieser Manga Ghost in the Shell ist eine dystopische Vision. Jetzt wollen wir aber eben über Anwendungen, die wir eben alle kennen, ein wenig sprechen. Würdest du uns ein wenig einführen, Patrick, was man unter sogenannter künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen überhaupt versteht? Wir kennen oder wir verwenden ja alle Systeme, die diese Techniken umsetzen, zum Beispiel Übersetzungsprogramme, Texterkennung, Textgenerierung, optische Zeichensysteme, Handschrifterkennung, Spracherkennung, Bilderkennung, bis hin zu selbstfahrenden Autos. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht sollten wir als erstes sagen, dass viele Leute ziemlich unglücklich sind mit dieser Bezeichnung künstliche Intelligenz, weil das halt schon sehr weit greift, was genau ist Intelligenz etc. Und es gibt viele Leute, die Experten in dem Bereich sind und die sagen würden, naja, eigentlich ist das erweiterte Methoden der Statistik oder so ähnlich. Es ist immer gut, wenn man Sachen ein bisschen übertrieben nennt, weil dann ist mit der Förderung ein bisschen besser vielleicht, und das ist einfach ein Marketing-Gag vielleicht bis zu einem gewissen Grad, auch wenn diese Systeme langsam überraschend intelligent werden.
Und wie das Ganze funktioniert, ist im Wesentlichen ein, man setzt einfach einen Prozess auf, der, dem man Input-Output-Beispiele geben kann. Und dazwischen steht sozusagen ein gewisser mathematischer Apparat, der eigentlich relativ primitiv ist, Additionen, Multiplikationen und eine Nichtlinearität, das 100 Mal, 1000 Mal. Und dann wird sozusagen, gibt es eben Algorithmen wie Gradient Descent oder Backpropagation, wo sozusagen diese ganzen Additionen, Multiplikationen sich einstellen. Und im Idealfall funktioniert das Ganze dann. Wie das genau funktioniert und warum das genau so gut funktioniert und wenn das funktioniert, wieso das funktioniert, sind alles Fragen, die momentan aktive Forschungsgebiete sind. Mhm. In den meisten Fällen versteht niemand, warum jetzt genau sozusagen eine AI funktioniert. Das ist auch ein Gebiet, das heißt Explainable AI. Ja, da gibt es, wenn man in die Medizin schauen, ist das natürlich recht interessant, wenn man sozusagen ein Bild hat von, was weiß ich, einer Lunge und der Computer sagt, ja, da ist ein Tumor, dann wäre das ganz gut, oder da ist kein Tumor. Dann gibt es jetzt mittlerweile schon Systeme, die sagen, da ist der Tumor und ich glaube deswegen, dass da der Tumor ist. Was natürlich für einen Arzt eine viel interessantere Information ist, als einfach nur 80% Tumor da. Ne? Und das ist sozusagen ein Feld, das sich immer mehr entwickelt. Es gibt sehr viele Leute, die sozusagen an der Schnittstelle zwischen Philosophie, Neurologie und künstlicher Intelligenz herumwursteln, wo sozusagen sehr, sehr eigenartige Fragestellungen auftauchen und solche Sachen wie Bewusstsein oder Identität und dieses eben, um auf dieses Science-Fiction-Ding zurückzukommen. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, Identität ist eigentlich eine Software-Geschichte, es hat mit Hardware nichts zu tun. Mhm. Insofern ist ein Mensch, der ich bin sozusagen eine Maschine, die glaubt, dass ich bin, das kann ich leicht nachbauen. Ja? Und dann habe ich sozusagen diese Ghost in the Shell-Sache schon erledigt. Mhm. Es ist ja ein komisches Feld. Mhm. Ja. Ja, interessant. Ich fand es sehr interessant bei der Recherche, zu sehen, wie viele unterschiedlichste Anwendungen es schon mittlerweile gibt. Also du hast jetzt zum Beispiel aus der medizinischen Diagnostik, das ist ja praktisch ein bildanalytisches Verfahren, wenn wir das kurz erklären wollen. Also es gibt ein Datenset von vielen tausenden Lungen und die werden gelabelt praktisch mit Krebs, kein Krebs und dann wird dieses System daraufhin trainiert zu wissen, wie muss es aussehen, damit man Krebs praktisch nachweist. Genau. Und wenn ich dann aus irgendeinem Grund Pech habe und vor kurzem habe ich das Beispiel gehört, Hund oder Katze und wenn ich dann aus irgendeinem Grund Pech habe und ich habe alle Hunde fotografiert vor weißem Hintergrund und alle Katzen vor schwarzem Hintergrund, dann wird das Ding sich auf das werfen und sobald ich das sozusagen verkehrt habe, dann wird es halt wieder kaputt sein. Mhm. Und es ist sozusagen dann immer die Frage, wo, anhand welcher Merkmale wird das überhaupt identifiziert und so weiter. Dann gibt es auch schon so ein paar so Visualisierungsmethoden, wie man das sich wieder rausholen kann. Daraus ist auch, aus diesem Bedürfnis ist auch dieses Google Deep Dream entstanden, was sicher viele Leute kennen, was dann sozusagen auch wieder der Traum der Maschine, an dem wir auch ein bisschen arbeiten, sozusagen ein bisschen hervorkommt aus dem Ganzen. Ja, ja, jetzt ist es spannend, weil die Probleme, die man dadurch probiert zu lösen, also um es einfach zu sagen, dass es ja nicht so quasi die Allmacht in der Maschine ist, sondern hängt ganz stark eben, wie du beschrieben hast, davon ab, wie man die Datensets, die man verwendet, wie man die schon vorpräpariert praktisch. Ja, Jetzt gibt es auch verschiedene, vielleicht gehen wir darauf kurz ein, noch jetzt das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das sind ja praktisch nicht zeitliche Anwendungen. Du hast ein Bild statisch und vergleichst das. Und dann gibt es aber jetzt in unserem Fall oder auch in der Synthese von Video, also quasi alles, was sequenzbasiert ist, die Musik ist ja auch sequenzbasiert, da gibt es noch
andere Systeme. Also die heißen zum Beispiel rekurrente neuronale Netzwerke. Was für mich da bei der Recherche interessant war, dass man versucht durch Feedback-Schleifen oder Rekursion vielleicht, kann man so sagen, probiert diesen Maschinen sowas wie ein Gedächtnis zu geben. Ja, in der Regelungstechnik sagt man, Feedback ermöglicht es sozusagen ein System zu stabilisieren. Da gibt es dieses alte kybernetische Beispiel mit dem Schiff oder mit dem Thermostat, ne? Der sozusagen misst und nachschaut, wie warm ist es gerade, und wenn es nicht warm ist, dann mache ich es halt warm und so. Und insofern ist Feedback ist einfach ein allgemein extrem eigenartiges, mächtiges Konzept. Und wenn man sozusagen eine Operation hat, die, wie soll ich sagen, wenn man irgendwas machen will, was mit Zeit etwas zu tun hat, dann gibt es zwei Varianten sozusagen. Entweder ich merke mir vergangene Zustände, wie das bei FIR-Filtern sozusagen der Fall ist, oder ich mache eine Feedback-Schleife, dann habe ich sozusagen eigentlich irgendeine Form von Vergangenheit bis hin in die Unendlichkeit zur Verfügung, auf eine komische Art und Weise. Aber ja, es ist sozusagen ein schlauer Trick, nicht für weniger Speicher. Ja, es ist vor allem für die Musik, glaube ich, relevant, weil man kann ja nur dann diese Dinge oder auch in der quasi traditionellen Komposition quasi am Papier oder algorithmisch oder wie auch immer, man kann die ja nicht quasi, den Output kann man ja nur dann bewerten, wenn man ihn über die Zeit hin quasi betrachtet. Ja. Also jetzt haben wir ja heute, hören wir gleich zwei ästhetisch sehr unterschiedliche Stücke, und zwar eines von Pierre Boulez, der Rief 1, kein streng serielles Stück mehr, aber doch ist es noch rein basiert, ist permutiert. Ich will da jetzt nicht so sehr theoretisch Sachen dazu sagen. Es ist natürlich nicht tonal, es gibt keine Grundtonarten, keine Zentren, und es ist nicht repetitiv. Die Opposition praktisch zum Stück von Boulez, die wir gewählt haben, ist von Terry Riley, ein Vertreter des amerikanischen Minimalismus. Dieses Stück in C ist auf die Skala C bezogen. Es bildet tonale Zentren aus, es ist minimalistisch quasi repetitiv. Es überlässt den Spielerinnen auch eigene Entscheidungen. Es ist praktisch eine offene Form. Es kann unterschiedliche Längen haben. Diese beiden Stücke werden jetzt als Datensets verwendet, um ein neuronales Netzwerk zu trainieren. Ich nehme an, also das ist auch schon der Konzeption, die wir gewählt haben, geschuldet, dass das Probleme macht. Vielleicht kurz zu sagen, sozusagen, worauf das System, was ich jetzt da gewählt habe, basiert. Da gibt es diese Leute, die heißen Databots, die haben sozusagen eine Architektur hergenommen, die heißt Sample-RNN, eben diese Recursive Neural Networks, und haben das sozusagen schön eingestellt, um musikalische Resultate zu bekommen. Und ja, jetzt haben wir diese beiden Stücke da sozusagen hineingefüttert, und diese Diskrepanz sozusagen versuchen wir da irgendwie auszuloten. Und diese Ungleichheit, die da in diesem Datensatz drinnen ist, war extrem problematisch beim Trainieren. Das Ganze war ein wirklich langer Prozess auch. Und man hört, glaube ich, bei dem Stück auch immer wieder, dass die Maschine sozusagen irgendwo ansteht. Und sozusagen dieser hochgelobte Feedback-Prozess dann auch explodiert schließlich. Und sich das sozusagen in einen Krach des Unverstandes der Maschine sozusagen dann auflöst. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Datensatz dann so zu behandeln und zu sagen, okay, ich habe so viel Material von diesem in C, und das ist so, sozusagen sowieso recht einförmig, deswegen schmeiße ich einfach die Hälfte davon weg, damit es sozusagen sich wieder ausgleicht, und dann gibt es ja schlaue Techniken. Ich habe das im Wesentlichen so gemacht, dass ich das vortrainiert haben mit einem und dann nachtrainiert haben mit dem anderen. Und ja, es hat einigermaßen funktioniert.
Ich freue mich schon sehr, dieses Stück zu hören später. Wie viel, vielleicht zwei letzte Fragen zum Abschluss noch. Wie viel künstlerische Entscheidung steckt dann schon in der Programmierung drin? Ich meine, ich habe letztens in Wien zum Beispiel gehört, nach einem Konzert, den Satz, und den Rest macht der Computer. Ja. Also diese, wie soll man sagen, dass die quasi die ausführenden Musiker irgendwo obsolet sind und so weiter, was ich ja persönlich überhaupt nicht verstehe, weil ein Computer, wie wir alle wissen, der macht überhaupt nichts, solange ich ihn nicht einschalte. Ja. Also insofern ist auch die Programmierung aus meiner Sicht, also ich verwende jetzt keine AI-Systeme, aber in herkömmlicheren Formen der algorithmischen Komposition ist die Programmierung Teil der Komposition. Wie würdest du das sehen? Ja, ich sehe das auch so, ich arbeite viel so mit stochastischen Systemen und da kann man sehr gut sozusagen eine Art von Balance finden, wo man sagt, okay, ich kann das sehr stark ästhetisch prägen und lasse dort Variation zu, wo ich eigentlich nur Variation will, wo es mir eigentlich egal ist, wohin das genau und wann das wie variiert. Mhm. Bei KI-Systemen ist die Frage sicher irgendwo komplexer und interessanter. Letzten Endes ist es aber irgendwo, finde ich, vollkommen egal, wer jetzt irgendwas komponiert hat. Entweder es gefällt einem das Stück oder nicht. Ne? Mhm. Und man kann dann, es ist trotzdem eine interessante Frage und es ist für mich quasi auch als soll ich mich jetzt als Komponist von dem Stück bezeichnen? Weiß ich gar nicht. Ja. Mhm. Hat der Boulez gemacht und der Riley und dann gab es Leute, die das Paper geschrieben haben über neuronale Netzwerke irgendwann in den 60ern und das, auf dem hat wer andere aufgebaut und ich habe da jetzt wieder drauf aufgebaut. Also wer hat das jetzt komponiert oder geschaffen, was da ist? Mhm. Wer hat den Computer gebaut? Das sind alles komische Fragen, die eigentlich ein bisschen wurscht sind alle. Ja. Aber das wäre auch schon meine letzte komisch, Frage, die Frage nach der Autorenschaft, du da anreißt. Natürlich arbeitet niemand im Vakuum, also vor uns und nach uns nicht. Und wir beziehen uns alle auf eine ewig lange Traditionslinie. Also ich würde das so ähnlich sehen. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass wenn man vielleicht schnell Ergebnisse irgendwie mittels jetzt Computer oder moderner Technologie hinbekommt, dann ist man auch schneller dann diese wieder zu verwerfen. Also wenn man sich vorstellt, wie Xenakis zum Beispiel noch vom Bildschirm Werte abgeschrieben hat, übertragen hat, in die Partituren übersetzt, also wenn ich da, 5 Wochen diese Übersetzungsleistung mache am Schreibtisch und dann kommt etwas raus, was ich blöd finde, dann ist die Schwelle, das zu verwerfen, viel höher, als wenn ich schneller Ergebnis habe und dann denke ich mir, nein. Ja, wobei, also die Frage der Autorenschaft ist super interessant, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich extrem interessant, weil dieser Prozess, der Erzeugung von diesem Stück, um nicht Komposition zu sagen, war eben auch so ein ewig langer, mühsamer Prozess, wo man herumprogrammiert, den Computer da jetzt wochenlang laufen lässt und dann produziert Stille. Ja, nicht einmal Krach, wo man auch sagen könnte, naja, der Krach ist vielleicht interessant oder so. Stille produziert. Ja, recht oft einfach Stille. Das gefällt mir, weil wenn man sich überlegt, dass man Boulez und Riley praktisch in einen Kopf zwingt, dass dann Stille rauskommt, das ist sehr schön. Vielleicht, ja. Ja, also insofern hänge ich schon an den Resultaten, weil mühsam war es schon. Mhm. Quasi, ne? Aber die Autorenschaft ist einfach irgendwo. Was ich einfach interessant finde, ist, dass ich mir leichter tue zu sagen, der Computer hat jetzt schlechte Sachen gemacht oder gute Sachen gemacht, als ich habe gestern schlechte Sachen oder gute Sachen gemacht. Mhm. Und das ist sozusagen irgendwo interessant jetzt im kreativen Prozess, dass man sich da einfach ein bisschen leichter tut. Das objektiv sozusagen zu beurteilen vielleicht. Ja. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Hiersein und fürs Gespräch. Und ich wünsche viel Vergnügen
mit NAMES, dem New Art and Music Ensemble und dem Konzert Our Ghosts in the Shell 1. Dankeschön.